Bist du gerade dabei zu gründen und musst den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen? Dann hast du mit Sicherheit einige Fragen und damit bist du nicht alleine. Und deswegen beantworte ich in diesem Video die häufigsten Fragen dazu, die ich bekommen habe. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und ich habe vor einiger Zeit eine Schritt-für-Schritt-Erklärung für den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aufgenommen. Das Video verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Deswegen, wenn du das ganze Video noch nicht kennst, dann schau dir das unbedingt einmal an. Ich habe unter diesem Video eine ganze Reihe an Kommentaren bekommen und natürlich auch einige Fragen und ein paar davon möchte ich jetzt in diesem Video einfach mal beantworten. Und den ersten Kommentar oder Frage, die kommt von Sandy G. Und Sandy schreibt, ich habe das Formular nicht bei alle Formulare. Bei ihr gibt es bei alle Formulare bei Elster nur den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Das heißt, sie hat gesehen, dass Elster Online bei mir irgendwie umfangreicher ist und ich da ganz viele Formulare hat und sie hat nur dieses eine Formular da und fragt sich jetzt, ob da irgendwas kaputt ist oder ob sie nur die Lite-Version hat. Die Frage habe ich relativ häufig bekommen und deswegen möchte ich sie natürlich auch ganz gerne beantworten. Und zwar musst du dich bei Elster Online mit einem Elster-Zertifikat registrieren. Du kannst dich bei Elster Online auch anmelden, einfach nur mit E-Mail-Adresse und Passwort. Dann hast du allerdings nur den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung und sonst keine weiteren Funktionen oder Formulare, die du über Elster Online machen kannst. Wenn du wirklich die gesamte Funktion von Elster Online nutzen möchtest, brauchst du dieses Elster-Zertifikat. Wie du dich da anmelden kannst und welche Schritte du machen musst, auch das habe ich dir Schritt für Schritt schon einmal in einem Video erklärt und das Video verlinke ich dir auch gerne nochmal oben rechts in diesem Video. Die nächste Frage kommt von Samuel Felix und Samuel schreibt, diesen Brief zur steuerlichen Erfassung habe ich bisher noch gar nicht bekommen. Soll ich beim Finanzamt jetzt anrufen? Ich habe gesehen, dass man den auch herunterladen kann, aber ist das auch wirklich der gleiche? Also um ein bisschen Kontext zu geben, Samuel ist offensichtlich gerade dabei, sich selbstständig zu machen und hat wahrscheinlich ein Gewerbe angemeldet. Sehr gute Entscheidung meiner Meinung nach und wartet jetzt auf den Brief, den das Finanzamt einem danach schickt. Und mit diesem Brief schickt das Finanzamt dir normalerweise den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Das stimmt soweit auch, aber du hast ganz richtig erkannt, dass du das Formular auch online herunterladen kannst und da kann ich auch schon mal sagen, ja, es ist exakt das gleiche Formular. Es gibt von Seiten des Finanzamtes nur diesen einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Da gibt es überhaupt gar keine Unterschiede. Ich würde dir aber auch empfehlen, dass du das Dokument gar nicht runterlädst und dann ausfüllst, sondern dass du dich wirklich gleich direkt online bei Elster registrierst und den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung einfach direkt online ausfüllst. Du musst nicht auf irgendwelche Schreiben oder Briefe vom Finanzamt warten. Du kannst dich direkt online einfach einloggen, den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen und so auch den ganzen Prozess beschleunigen. Die nächste Frage kommt von der Tobi und der Tobi möchte wissen, ob man die Umsatzsteueridentifikationsnummer auch nachträglich beantragen kann. Ganz offensichtlich hat Tobi vergessen, die Umsatzsteueridentifikationsnummer direkt im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung zu beantragen oder war sich einfach gar nicht so bewusst, wofür das Ganze eigentlich da ist und möchte sie jetzt anschließend haben. Und die gute Nachricht ist, ja, du kannst die Umsatzsteueridentifikationsnummer jederzeit beantragen und zwar auf der Webseite des Bundeszentralamts für Steuern. Auch dazu habe ich schon mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung aufgenommen und die verlinke ich dir natürlich auch gerne einmal oben rechts. Mr. Wo schreibt, bei der nicht selbstständigen Arbeit muss ich da das Brutto- oder das Nettoeinkommen angeben? Du musst im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ja dein gesamtes Einkommen für das Gründungsjahr und das folgende Jahr angeben und unter nicht selbstständiger Arbeit musst du dein, ja, ich würde mal sagen, Einkommen aus einem Angestelltenverhältnis angeben. Und da stellen sich viele Leute die Frage, zum Beispiel Mr. Wo, ist jetzt das Brutto- oder das Nettogehalt gemeint? Du kannst ja grundsätzlich merken, bei all diesen Formularen gilt immer die Grundlage und die Grundlage zur Berechnung für deine Krankenversicherung und Steuern und so weiter ist immer das Bruttogehalt und nie das Nettogehalt. Deswegen bei all den Formularen beim Finanzamt geht es immer nur um das Bruttogehalt. Die nächste Frage kommt von Jan Klerke und Jan schreibt, danke für das Video. Sehr gerne erstmal. Bei Punkt 17 bzw. bei der Zahllastüberschuss, die geschätzt werden muss, trage ich als Kleinunternehmer, der entsprechend auch die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmt, den Wert bzw. die Summe 0 ein. Sehe ich das richtig? Das ist auch so ein Punkt, der für viel Verwirrung sorgt. Du musst im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung deine voraussichtliche Zahllast oder den Überschuss bei der Umsatzsteuer angeben. Das ist ehrlicherweise ziemlich verwirrend und auch wahnsinnig schwer zu kalkulieren. Wenn du Kleinunternehmer bist, dann zahlst du gar keine Umsatzsteuer. Das heißt, du kannst, wenn du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmst, da auf jeden Fall immer einfach 0 eintragen oder einfach das Feld leer lassen. Ein weiterer Kommentar kommt von Spexi und Spexi schreibt, bei ausgeübter Beruf muss ich da angeben, was ich hauptberuflich mache, angenommen, ich führe das Einzelunternehmen als Nebentätigkeit aus oder die Tätigkeit, die ich als Einzelunternehmen mache. Und ich verstehe die Verwirrung, aber hier beim Fragebogen zur steuerlichen Erfassung geht es wirklich um die Registrierung für deine Selbstständigkeit und deswegen gibst du auch den Beruf oder ja, den Beruf deiner Selbstständigkeit an. Ob du parallel noch in irgendeiner Anstellungsform bist und da vielleicht einen anderen Beruf hast, ist für den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung erstmal irrelevant.
Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir ein bisschen weiterhelfen und so ein paar Fragen zum Thema Fragebogen zur steuerlichen Erfassung beantworten. Wenn du jetzt noch weitere Fragen hast, dann hat auch dieses Video einen Kommentarbereich, wo du deine Fragen loswerden kannst und du qualifizierst dich dafür für das nächste Fragevideo, aber vielleicht beantworte ich deine Frage auch einfach direkt in den Kommentaren. Schreib sie aber auf jeden Fall. Wenn du dir jetzt denkst, ich habe eigentlich relativ viele Fragen, aber ich möchte nicht, dass meine Fragen öffentlich in einem YouTube-Kommentarbereich beantwortet werden, sondern ich hätte gerne irgendwie so eine Möglichkeit, eine E-Mail zu schicken, eine Chatnachricht zu schreiben oder vielleicht zu telefonieren mit einem kompetenten Menschen, dann ist das nicht die dümmste Idee, die du haben kannst. Und es gibt qualifizierte Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige, die das gerne machen. Du kennst keinen? Ich schon. Uns nämlich. Wir sind spezialisierter Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und beantworten dir auch gerne all deine Fragen. Alle Informationen zu unserem Angebot findest du einmal, wenn du hier klickst. Du kannst aber auch erstmal ein paar von unseren anderen Videos anschauen, denn auch da beantworten wir eine ganze Reihe an Fragen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.